Guten Tag und herzlich willkommen bei rentenfernsehen.de. Heute auf Tour in Berlin beim SPD-Bundestagsabgeordneten Ottmar Schreiner. Hallo Herr Schreiner. Doch. Sie sind einer, der mir vor einiger Zeit aufgefallen ist, als ich durch das Internet gesurft bin. Und da gab es eine Berichterstattung vom SPD-Bundesparteitag. Und da haben Sie sich in einem sehr kraftvollen Engagement ans Pult gestellt und so sinngemäß gesagt, glaubt ihr denn eigentlich wirklich noch, dass bei diesen Rahmenbedingungen, die derzeit herrscht, so etwas wie die Riester-Rente nochmal durchgebracht werden könnte? Und meine Frage, die sich daraus ergibt, ist einfach, ist die Riester-Rente der falsche Weg gewesen? Wie stehen Sie heute zu dieser zusätzlichen privaten Altersvorsorge? Was heißt heute? Ich habe das damals schon abgelehnt. Es geht ja nicht nur um die Riester-Rente, sondern es geht um das Gesamtkonzept, das 2001 damals verabschiedet worden ist von der Mehrheit des Deutschen Bundestages. Und dieses Gesamtkonzept hatte zwei wesentliche Komponenten. Auf der einen Seite eine in zahlreichen Stufen erfolgende Absenkung des sogenannten Rentenniveaus, also des Verhältnisses von Rente zum Lohn. Je geringer dieses Niveau ist, umso geringer ist die Rente, das ist logisch. Und das, was hier an Rentenlücken entstehen sollte, sollte dann ausgeglichen werden durch eine zusätzliche private Vorsorge auf freiwilliger Basis, in diesem Fall der sogenannten Riester-Rente. Das war das Gesamtkonzept. Und dieses Gesamtkonzept ist damals schon nicht stimmig gewesen. Meine Kritik war, das führt nicht zu mehr sozialer Gerechtigkeit, das führt im Ergebnis zu mehr Armut. Und ich sehe mich da in meinen Prognosen leider mehr als bestätigt. Und deshalb muss dieses Konzept wieder geändert werden. Mhm. Also auch in Ihrer Partei, in der SPD, ist die Riester-Rente ja heftig diskutiert. Die Argumentation oder eine der Argumentationsgrundlagen war ja der demografische Wandel. Stimmen diese Annahmen dann plötzlich nicht mehr? Ich meine, wir werden ja alle älter, leben alle länger, beziehen länger Rente. Und das war ja immer das Argument dafür, dass man zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung noch was zur Seite legen musste. Naja, der demografische Wandel ist nun überhaupt nichts Neues. Mhm. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, als das gesetzliche Renteneintrittsalter auf 65 Jahre festgelegt worden ist, eine Durchschnittslebenserwartung bei den Männern von 42 Jahren. Das heißt, das war übrigens im Jahre 1910. Wir haben seitdem vor rund 100 Jahren eine massive Steigerung der Lebenserwartung von damals 42 auf heute knapp 80, ohne dass jemals das Renteneintrittsalter geändert worden wäre, weil das mit einer Fülle von Faktoren zu tun haben, jenseits der Demografie, die mindestens genauso entscheidend sind. Beispielsweise, wie viele Leute zahlen eigentlich ein, wie viele regulär Beschäftigte haben wir unter sozialversicherungspflichtigen Bedingungen, wie hoch ist der Anteil prekärer Beschäftigung, die gar nicht reinzahlen, beispielsweise 400-Euro-Jobs sind inzwischen in Deutschland über 7 Millionen, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit, die ebenfalls große Lücken auf der Einnahmeseite reißt und schließlich, wie entwickelt sich die Arbeitsproduktivität, wenn ich mit immer weniger Menschen immer mehr Produkte herstellen kann, der Wohlstand also wächst, dann kann man das auch entsprechend im Alter mit verteilen, dann profitieren davon eben auch die Älteren. Das sind alles Faktoren, die bei einer engen demografischen Interpretation der Sicht der Dinge nicht ins Blickfeld genommen werden. Dann kommt man halt zu so einseitigen Dingen wie der Riester-Rente. Mhm. Hinter der Riester-Rente stand ein interessegesteuertes Motiv. Ein Teil der Rente sollte der Privatwirtschaft gewissermaßen zum Fraß vorgeworfen werden. Ich sage das mal ganz offen. Und es ist kein Zufall, dass einer der dubiosesten Finanzmarktakteure, nämlich Herr aus Hannover, Maschmeyer, damals Freudestand erklärte, jetzt sind zahlreiche neue Ölquellen für diese Finanzwirtschaft entstanden. Also das war das eigentliche Motiv nach meiner Interpretation im Zuge des neoliberalen Höhenrausches, privatisieren, deregulieren, wie die Stichworte hießen, kam es dann auch zur Teilprivatisierung der Rente. Das war im Rückblick gesehen ein kapitaler Fehler. Ich will noch hinzufügen, damals sind Renditen versprochen worden. Bei der Teilprivatisierung würden die Renditen weitaus höher liegen als bei der gesetzlichen Rente. Nichts davon ist eingetreten. Wir haben heute Berechnungen, dass jemand mindestens 90 Jahre alt werden muss, wenn überhaupt von irgendeiner Rendite gesprochen werden kann. Wir wissen, dass diejenigen, die es am nötigsten brauchen würden, nämlich Geringverdiener, am wenigsten davon Gebrauch machen, weil sie die Eigenmittel nicht haben, trotz staatlicher Förderung Riester-Verträge abzuschließen. Also das ist Sozialpolitik-Paradox. Der Staat unterstützt mit massiven Subventionen diejenigen, die es am wenigsten brauchen und diejenigen, die es am
dringendsten brauchen, bleiben auf der Strecke. Also wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, Riester-Rente ist ein Irrweg. Aber jetzt gibt es ja in dem sogenannten Rentendialog der jetzigen Verantwortlichen, der Ursula von der Leyen, so eine Komponente, die sagt, wenn man eine bestimmte Anzahl von Jahren gearbeitet hat und zusätzlich geriestert hat, hat man Anspruch auf die Zuschussrente. Also wird doch jetzt eigentlich diese Riester-Rente, die bisher freiwillig war, quasi durch die Hintertür verpflichtend gemacht. Ist das dann in Ihrem Sinne? Ja, das ist zumindest in der Vorlage von Frau von der Leyen so. Sie hat dazu ja einige Anhörungen gemacht. Ich war da nie eingeladen, weiß aber von Leuten, die dabei gewesen sind, dass von den eingeladenen Sachverständigen so gut wie keiner das Konzept der sogenannten Zuschussrente für vernünftig gehalten hat. Also hier wird entscheidend sein, wie das der frühere Bundeskanzler Kohl sagt, entscheidend ist, was hinten bei rauskommt. Mhm. Es sieht keineswegs so aus, als ob die Vorlage, die Frau von der Leyen vor einiger Zeit vorgestellt hatte, identisch ist mit dem, was letztendlich dann präsentiert wird. Okay. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung gab es nicht nur diese Baustelle Riester-Rente, wo man Rentenniveau gesenkt hat und eben quasi so die Begründung ja als Gegenpol die private Riester-Rente geschaffen hat, sondern man ist auch hingegangen und hat das Renteneintrittsalter angehoben auf stufenweise auf 67 Jahre. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Ist es gerecht, dass Krankenschwestern, Dachdecker zukünftig bis 67 Jahre arbeiten sollen? Ja gut, das ist zunächst einmal, hat das eine Rolle gespielt im Bundestagswahlkampf 2005. Also 4 Jahre nach den Reformen, über die wir eben gesprochen haben. Damals war die Union entschieden dafür. Sie war auch für eine Anhebung der Mehrwertsteuer um 2 Punkte. Die SPD war gegen eine Mehrwertsteueranhebung, gegen jedwede Mehrwertsteueranhebung. Sie war aber auch gegen die Rente mit 67, die ausschließlich von den beiden Unionsparteien damals im Wahlkampf propagiert worden sind. Mhm. Nach den Wahlen verhielt es sich völlig umgekehrt. Die SPD ist umgefallen. Die SPD hat 0 gefordert, die Union 2. Kompromiss waren dann 3 Mehrwertsteuerpunkte. Mhm. Das ist ein ganz eigentümlicher Kompromiss. Und bei der Rente mit 67 fand ein kompletter Rollenaustausch statt. Diejenigen, die dagegen gewesen sind, nämlich die SPD, wurden nun zum entschiedensten Befürworter in Gestalt des damaligen Arbeitsministers Müntefering, der das Thema Rente mit 67 dann mit mehr oder weniger brachialer Gewalt im Bundestag durchsetzte. Also man kann überhaupt nicht davon reden, das sei auf dem Mist der SPD gewachsen. Das war zunächst einmal eine Erfindung der Union und ist dann übernommen worden, wie gesagt, von dem damaligen Bundesarbeitsminister. Ich habe auch gegen diese Reform gestimmt, weil ich der Auffassung war, dass viel zu wenige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter den gegenwärtigen Bedingungen das 65. Lebensjahr gesund erreichen. Wie sollen die denn das 67. Lebensjahr gesund erreichen, wenn an den Arbeitsbedingungen nichts Spürbares verbessert wird zugunsten der älteren Beschäftigten? Sie haben in einem Aufsatz mal geschrieben, dass also heute schon Altersarmut droht. Und durch die Regelungen, die wir jetzt haben, also Riester-Rente und Rente mit 67, würde sich das Problem der Altersarmut sogar noch verbreitern. Welche Antworten haben Sie, welche Antworten hat Ihre Partei denn auf die sich abzeichnende Altersarmut? Also ich sage mal eine Zahl. Wir fordern ja alle also in der SPD und gemeinsam mit den Gewerkschaften einen gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro. Mhm. Wenn man jetzt ein Modellbeispiel rechnen würde, jemand hat 45 Versicherungsjahre und verdient in diesen 45 Versicherungsjahren den Mindestlohn von 8,50 Euro, dann würde er eine Rente erzielen, die deutlich unterhalb der Sozialhilfeschwelle liegt. Die ist zurzeit bei 670 Euro, also der berühmte Regelsatz, plus die Mietpauschale. Er müsste nach heutigen Zahlen einen Mindestlohn haben von mindestens 9,30 Euro, um auch nur eine Rente in Höhe der Sozialhilfe zu erreichen. Da ist noch gar nicht die Rede davon, dass es einen spürbaren Unterschied geben muss zwischen einer über Beiträge finanzierten Rente und einer Sozialhilfeleistung. Also 9,30 Euro wäre das Minimum, um auch nur in Höhe der Sozialhilfe zu landen nach 45 harten Beitragsjahren. Also diese wenigen Zahlen zeigen, dass wenn wir den Kurs nicht grundlegend ändern, es zu einer beträchtlichen und bedrohlichen Zunahme von Altersarmut kommen wird. Denn gleichzeitig ist der Niedriglohnsektor gewachsen in Deutschland. Ein Viertel der Beschäftigten, rund 25%, sind jetzt zwischen dem Niedriglohnsektor. Und das eigentlich Gefährliche ist die Kombination von Ausweitung Niedriglohnsektor mit einer zunehmenden sukzessiven Senkung des Rentenniveaus. Die Kombination dieser beiden Faktoren ist die Ursache für wachsende Altersarmut. Und deshalb muss man an beiden Seiten ansetzen, sowohl bei der Beschäftigungsseite Mindestlöhne zurückdrängen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, wie auch auf der Rentenseite Festschreibung des Rentenniveaus plus ergänzende Maßnahmen. Und eine ganz wichtige ergänzende Maßnahme ist der Vorschlag,
die Rente nach Mindesteinkommen oder Mindestentgeltpunkten, die bis vor einiger Zeit galt, zu entfristen und auch für Zukunft gelten zu lassen. Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, diese Regelung im Minijob, diese 400-Euro-Beschäftigungen, ist der falsche Weg, die müssen gestrichen werden, diese Sonderregelung. Also zumindest die Privilegierung dieser Wege ist äußerst zweifelhaft, weil daraus keine Rentenansprüche später im Alter entstehen und all diejenigen dann einer schwierigen Zukunft entgegensehen, die möglicherweise ihre Erwerbsbiografie über 400-Euro-Jobs verbringen. Das kann nicht der Weg in eine bessere Zukunft sein. Deshalb muss man darüber nachdenken, wie man alle Tätigkeiten möglichst sozialversicherungspflichtig machen kann. Wenn man also eine Rente haben möchte, die zum Leben reicht, die sogar noch mehr als zum Leben, nämlich so eine Lebensstandardsicherung erreicht, dann muss man aber auch das Paradigma aufgeben, was man seinerzeit geschaffen hat und sagt, der Beitragssatz darf nicht über 20% oder 22% steigen. Das muss man aufgeben. Die Zahl ist auch willkürlich gegriffen. Es gibt nirgendwo eine nachvollziehbare Begründung, warum der Beitragssatz bis zum Jahr 2030 22 Beitragspunkte nicht übersteigen darf. Wenn man sich die Entwicklung seit 2001 anschaut, die Teilprivatisierung und die Absenkung des Rentenniveaus bei der gesetzlichen Rente, dann stehen sich die Arbeitnehmer im Jahr 2030 schlechter da, als sie stünden, wenn es nicht zu einer Teilprivatisierung gekommen wäre, weil sie ja bei der privaten Rente 4% vom Bruttoeinkommen einzahlen sollen. Die müssen also den Anteil der gesetzlichen Rente, den hälftigen Anteil plus die 4% nehmen. Die einzigen, die wirklich entlastet werden, ist die Arbeitgeberseite, weil die an der Finanzierung der Riester-Rente nicht beteiligt ist. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man bei der Rente durchgreifende Verbesserungen haben will. Wir haben das rechnen lassen. Wir schreiben das gegenwärtige Rentenniveau fest, senken es nicht weiter ab in den nächsten Jahren bis in die 20er Jahre hinein. Wir schreiben das fest. Wir führen eine Rente nach Mindesterwerbseinkommen ein. Das heißt, dass auch niedrige Löhne in der Rente so behandelt werden, als wären sie höher gewesen. 75% des Durchschnittseinkommens werden dabei unterstellt. Das heißt, wenn jemand einen Lohn hat von 60% des Durchschnittseinkommens, wird dieser Lohn rentenmäßig höher gewertet in Richtung 75%. Und dann würde man nach 40 Versicherungsjahren, nach unseren Rechnungen, bei gleichzeitiger Festschreibung des Rentenniveaus sehr wohl eine Rente von deutlich oberhalb der Sozialhilfe erreichen. Das würden, diese Maßnahmen würden kosten, nach den Berechnungen, die wir haben, zusammengenommen etwas mehr als 2 Beitragspunkte. Wir hätten also im Jahr 2030 keinen Beitragssatz von 22%, sondern einen hälftig zu finanzierenden Beitragssatz, hälftig Arbeitgeber, hälftig Arbeitnehmer, von etwas mehr als 24%. Das wäre aus meiner Sicht problemlos zu tragen, wenn wir wieder zu einer vernünftigen Lohnentwicklung kämen. Deutschland ist das einzige Land, das in den letzten 10 Jahren stagnierende, teilweise rückläufige Löhne hatte. Wenn wir wieder zu einer produktivitätsorientierten Lohnentwicklung kämen mit jährlichen Reallohnzuwächsen, dann wäre natürlich das verfügbare Einkommen im Jahr 2030 deutlich höher als jetzt. Und warum dann ein Beitragssatz von insgesamt 24 Beitragspunkten nochmals heftig finanziert nicht zumutbar sein sollten, das hat mir bisher niemand erklären können. Aber im Gesamtbild ist ja nicht nur der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung, sondern die Arbeitnehmer zahlen ja auch ihre Anteile zur Arbeitslosenversicherung, zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung. Wie viel kann man denn dem Arbeitnehmer Ihrer Vorstellung nach dann tatsächlich zumuten? Es gibt keine unbegrenzte Zumutbarkeit. Es hängt davon ab, welche Gegenleistung man erhält. Wenn der Arbeitnehmer über einen darstellbaren Rentenversicherungsbeitrag im Alter eine Rente erhält, die an seinem über die Arbeit erworbenen Lebensstandard festhält, daran orientiert ist, es wird nicht die gleiche Summe, aber es wird orientiert sein. Wenn sie ihn schützt vor Altersarmut, dann ist der Arbeitnehmer auch bereit, einen gewissen Teil seines Einkommens für eben diesen Zweck zur Verfügung zu stellen. Das Gleiche gilt für den Pflegebereich, gilt für den Gesundheitsbereich. Nun wissen wir, dass diese Systeme unter Druck sind, dass möglichst rational vorgegangen werden muss, dass auch gespart werden muss. Aber die Länder in Europa, die hier die besten Lösungen haben, die besten Dienstleistungen anbieten im Alter, bei Krankheit, bei Arbeitslosigkeit, haben noch die höchste Arbeitszufriedenheit, die höchste Zufriedenheit der Menschen im Land insgesamt, sind die skandinavischen Länder. Und da zahlen die Leute halt für diese Dienste, für diese sozialen Dienstleistungen insgesamt mehr ein, als das bei uns der Fall ist. Mal über Steuern, mal über Sozialversicherungsbeiträge, das ist ganz unterschiedlich. Das heißt aber, die Akzeptanz steigt deswegen, weil die Rente auch eine gewisse Höhe ausmacht. In dem Modell heißt es aber, es wäre das Ende der Riester-Rente.
Das wäre das Ende der Förderung der Riester-Rente. Mhm. Jeder ist unbenommen, weiterhin Riester-Renten, Riester-Verträge abzuschließen. Klar ist auch, dass die gegenwärtig existierenden Riester-Verträge unter Bestandsschutz stehen, unter Vertrauensschutz stehen. Mhm. Anders wäre das juristisch gar nicht möglich. Aber es würde eben auch bedeuten, dass für die weitere Zukunft staatliche Förderung nicht mehr stattfinden würde. Soweit ich die Zahlen kenne, belief sich die Fördersumme im abgelaufenen Jahr 2011 auf gut 3 Milliarden Euro. Mhm. Die könnte man wesentlich sinnvoller einsetzen im Bereich der Niedrigrenten oder auch den Leuten, die lange gearbeitet haben, zu einer vernünftigen Rente zu verhelfen. Diese 3 Milliarden Euro, wie stark wäre die Auswirkung in der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn man also das von Ihnen angesprochene Kapital, die Summe der staatlichen Förderung an Riester-Rente, wenn man die umlenkt, wieder zurück in die gesetzliche Rentenversicherung? Ja, es hängt davon ab, was man dann damit machen würde. Ich sage ja nochmals, aus meiner Sicht wäre es vernünftig, sie dorthin umzulenken in die Rente nach Mindestentgeltpunkten, um das mitzufinanzieren. Dann käme man sogar zu etwas geringeren Beitragserhöhungen. Ich habe ja eben gesagt, wir hätten bei den beiden Kernmaßnahmen, wir schreiben das Rentenniveau auf dem gegenwärtigen Stand fest für die weitere Zukunft und entfristen die Rente nach Mindesterwerbseinkommen, also diese berühmten 75% des Durchschnittseinkommens werden auch dann rentenmäßig angenommen, wenn der nur 60% oder 65% des Durchschnitts verdient hat. Dann wären wir zu einem Beitragssatz von etwas mehr als 2 Beitragspunkten gekommen. Das würde verringert werden dann um die Summe, die eingespart werden würde an staatlichen Fördergeldern im Bereich der Riester-Rente. Das heißt also, wenn ich Sie dann auch direkt richtig verstehe, heißt es, dass das, was in der Rentenversicherung schon nicht, was die da nicht schon gut heißt, nämlich die Riester-Rente, heißt übertragen auch für die Pflegeversicherung, der in der Diskussion eingebrachte Pflege-Riester wäre genauso der Irrweg. Ja, das wäre genauso der Irrweg. Wir wissen ja auch spätestens seit den Finanzmarktkatastrophen 2008 folgende, dass in anderen Ländern diese privaten Verträge teilweise Spekulationsgut geworden sind von großen Instituten, die sich an den internationalen Casinos verzockt haben. Ja. Die Rentnerinnen und Rentner stehen dort mit leeren Händen da. Also um einen Satz von Norbert Blüm ins Umgekehrte zu formulieren, nichts ist unsicherer als eine privat finanzierte Rente. Sie sind ja auch Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen. Das heißt, Sie haben ja auch den Kontakt direkt zum normalsterblichen Menschen. Versteht eigentlich irgendjemand in dieser Republik noch die Rentendiskussion? Und was resultiert dann daraus? Wie soll sich jemand, der das jetzt aktuell, unser Interview hier sieht und auch die Rentendiskussion verfolgt, wie soll sich denn jemand jetzt konkret privat verhalten? Ja, was heißt konkret? Der kann ja jederzeit Einblick nehmen in das, was er bisher an Anwartschaften erreicht hat bei der Rente. Da ist die gesetzliche Rentenversicherung auskunftspflichtig. Manche gehen auch von falschen Zahlen aus, gehen von überhöhten späteren Rentenansprüchen aus. Es wäre gut, wenn Sie sich jeweils in gewissen Abständen darüber informieren, in welchem Ausmaß Ihre jeweiligen Rentenanwartschaften gestiegen sind, um einen klaren Blick zu haben für das, was später auf Sie zukommt. Aber ich glaube, dass mit den Grundpositionen, wie ich sie eben vertreten habe, die ganz überwiegende Mehrheit der Bevölkerung einverstanden wäre. Erste Grundposition, jemand, der lange gearbeitet hat, Beiträge gezahlt hat, muss im Alter besser stehen als jemand, der von der steuerfinanzierten Sozialhilfe lebt, weil Leistung sich lohnen muss. Zweite Grundposition, langjährige Beitragszahlungen müssen verhindern, dass im Alter Altersarmut entsteht. Und damit eben hängt auch zusammen, dass die Renten so gestaltet sein müssen, dass sie sich am während der Lohnerwerbszeit erworbenen Lebensstandard wieder orientieren. Die für solche Umwälzungen braucht man bekanntlicherweise Mehrheiten. Wenn also die SPD wieder an einer Bundesregierung beteiligt sein wird, holt sie dann auch das Konzept aus der Bürgerversicherung wieder aus der Schublade und versucht das umzusetzen? Oder ist das Thema auch bei Ihnen abgehakt? Ja, das Thema ist nicht abgehakt. Es gibt kein ausgefeiltes Konzept Bürgerversicherung der SPD. Der letzte Stand ist der, wir haben ja auch eine Kontroverse im Bereich der Frage Rentenniveau. Mhm. Das Einzige, was beschlossen worden ist beim letzten Mal, waren 2 Punkte beim letzten Parteitag, die wichtig genug sind. Der eine Punkt waren Änderungen bei der Erwerbsminderungsrente. Die Erwerbsminderungsrente ist heute das Haupteinfallstor für Altersarmut, weil die Bedingungen außerordentlich schlecht sind. Ich hatte damals in der Kommission gefordert, dass die Abschläge, die bei den Erwerbsminderungsrenten vorgenommen werden können, dass die entfallen in Zukunft. Mhm. Das ist dann auch angenommen worden. Das ist ein relativ kostenintensiver Punkt, aber Abschläge machen dann einen Sinn, wenn sie auf freiwilligen Entscheidungen der Betroffenen beruhen, beispielsweise bei Inanspruchnahme von vorzeitigen Renten. Sie machen aber überhaupt keinen Sinn bei Entscheidungen, auf die der Einzelne gar keinen Einfluss hat.
etwa im Falle der Erwerbsminderung. Das ist der eine Punkt, der angenommen worden ist, den ich für besonders wichtig halte. Der zweite Punkt, beschlossen worden auch, ist einmütig die Entfristung des schon mehrfach angesprochenen Rente nach Mindestentgeltpunkten, die berühmten 75% des Durchschnitts. Auch das ist beschlossen. Unklar verbleibt, wie verhält sich die SPD zu der Frage des zukünftigen Rentenniveaus. Das muss geklärt werden. Damit zusammenhängt eben auch dann eine Klärung, wie geht die SPD künftig mit den sogenannten Riester-Renten um. Geklärt ist auch umgekehrt wiederum das Verhalten, das Verhältnis zur Rente 67. Da haben wir gesagt, solange bei den Älteren über 55-Jährigen nicht mindestens ein Anteil von der Hälfte ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis hat, ist die Anhebung des Renteneintrittsalters nicht verantwortbar. Gegenwärtig haben etwa 26% der über 55-Jährigen ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, also rund ein Viertel. Das ist viel zu wenig, sodass der Eindruck bei vielen Menschen, die Rente 67 ist ein Rentenkürzungsprogramm, völlig zu Recht entstanden ist. Das sind die Punkte, die geklärt sind. Es gibt aber auch, wie gesagt, einige Punkte, die noch geklärt werden müssen. Und das soll in den nächsten Monaten geschehen, damit die SPD dann auch im Parlament und in dem anstehenden Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr an dieser wichtigen Ecke handlungsfähig ist. Sie haben zwei Punkte angesprochen, auf die ich noch mal kurz eingehen möchte. Das eine ist die Sache mit dem Abschlag bei der Rente wegen Erwerbsminderung. Es gab da Gerichtsverfahren, wo sich genau gegen diese 10,8% Abschlag, das war ja der höchstmögliche Satz, gewehrt wurde. Leider haben dann die Kläger die Verfahren entsprechend verloren. Die haben gesagt, also diese 10,8% sind rechtens. Soweit ich das verstanden habe, sind sie auch als Instrument dafür gedacht gewesen, dass es eben keine Ausweichtendenzen gibt. Also nach dem Motto, wenn ich eine Altersrente mit einem Abschlag jenseits von 10,8% nur beziehen kann, dass man sich, wie sagt man so schön so platt, ein auf krank mache und versuche, über den Umweg der Rente wegen Erwerbsminderung einen niedrigen Abschlag zu bekommen. Naja gut, also einen auf krank machen ist so einfach nicht. Die Leute müssen ja auf Herz und Nieren, werden die durchgeprüft von Medizinern. Das ist eine simple Annahme und einfach auch nur eine blöde Unterstellung. Okay. Wenn man weiß, welchen Anforderungen diese Menschen standhalten müssen, bevor eine Erwerbsminderungsrente ausgesprochen wird. Ich glaube, wir sind das Land in Europa mit dem geringsten Anteil an Erwerbsminderungsrenten, weil der Zugang zu den Erwerbsminderungsrenten ebenfalls seit 2001, seit Riester damals Arbeits- und Sozialminister war, massiv verengt worden ist. Die Erwerbsminderungsrenten heute bei den Männern belaufen sich im Durchschnitt auf etwa 680 Euro, knapp oberhalb der Sozialhilfe. Bei den Frauen auf 620 Euro, deutlich unterhalb der Sozialhilfe. Also wer da noch von üppigen Renten spricht, der ist jenseits von Gut und Böse. Sie haben, und das, was Sie auch angesprochen haben, ist die Rate der Beschäftigten, der älteren Beschäftigten. Ich sag mal, da kommt es doch sicherlich auch darauf an, welche Ausbildung man hat, welche Tätigkeit man hat. Ich gucke mir gerade hier Ihr Abgeordnetenbüro an. Ich behaupte einfach mal, hier kann man sich auch jenseits der 67 noch halten, weil es ist schön warm und trocken. Aber auf dem Bau sieht die Sache doch schon wieder ganz anders aus. Naja, wir haben unterschiedliche Zahlen. Bei den Professoren wissen wir, dass 97% der Professoren in Deutschland das 65. Lebensjahr gesund im Beruf erreichen. Das sieht bei Fliesenlegern, bei Stahlarbeitern, bei Wechselschichtarbeitnehmern, bei Krankenschwestern mit Nachtarbeit, bei Keramikarbeiterinnen sehen die Zahlen deutlich anders aus. Und solange die Zahlen extrem unterschiedlich sind, die Belastungen psychischer wie physischer Art extrem unterschiedlich sind, macht es überhaupt keinen Sinn, mit dem Rasenmäher gewissermaßen über die Lande zu ziehen und ein einheitliches Renteneintrittsalter festzusetzen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass es auch ganz schwierig ist, nach Branchen zu differenzieren, weil in vielen Branchen manche Leute 20 Jahre dies machen, dann arbeiten sie 10 Jahre woanders. Das ist auch außerordentlich schwierig. Die Österreicher haben das versucht. Also gibt es nur individuelle Lösungen. Deutliche Verbesserungen bei der Erwerbsminderung wäre eine dieser Lösungen. Wir müssen die Arbeit insgesamt altersgerechter machen. Es gibt kaum irgendeinen Betrieb in Deutschland, der über 50-Jährige noch Weiterbildungsmaßnahmen anbietet. Das halte ich für verheerend. Es gibt kaum Betriebe, die ein Projekt Arbeit und Gesundheit am Arbeitsplatz durchführen. Auch das wäre allerhöchste Eisenbahn, wieder anzuknüpfen an die früheren Humanisierungsprojekte aus den 70er Jahren, Humanisierung der Arbeit, um Ältere auch so beschäftigungsfähig zu halten, dass sie gesund alt werden. Sie sehen, meine Damen und Herren, das Thema Rente bleibt spannend, ist spannend. Bleiben Sie am Ball, nicht nur in der Rentendiskussion, sondern auch hier bei rentenfernsehen.de.